Jo Leute, was geht ab? Heute haben wir das folgende Thema. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Festivals, Leute, und Events. Ja Leute, ein Fanwunsch, auf jeden Fall. Sonst lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute, und auf jeden Fall abonnieren, teilen, Leute. YouTube ist da, Mr. TNW 94, überall, auch hier kommt Tobi Song hören. Und, Leute, und bei Mr. TNW Store irgendwas kaufen, Uniball, das Bestellung. Gratis Autogramm und Sticker mit Unterschrift, was ihr wollt als Wunsch dazu. Genug geredet, Leute, jetzt fangen wir auch direkt erstmal an. Sonst wisst ihr alles Bescheid. Wie gesagt, Linktree auf Bio gucken, folgen und so weiter. Überall in jeder Plattform fanden mit Mr. T NRW. Ja, Leute, welches Festival? Auf jeden Fall, ich bin mal auf diesem Festival in Aue, Rotterdam oder Niederlande. Ihr kennt ja Trends, Elektro, weiß nicht, wer da mag, auf jeden Fall mit Armin von Böden. Ist auch einer der weltbekanntesten, also wie gesagt, hier mit diesen ganzen DJs und auf jeden Fall alles. Das ist auch eins, wo ich immer hingehe, Leute. Also wer Elektro-Trends in der Richtung mag oder so. Empfehlenswert auch immer. In Holland gewesen, damals in Utrecht. Jetzt ist das in Rotterdam, Aue. Sonst auch immer in Amsterdam, Leute. Also Holland merken. Oder hier in der Umgebung. Ja, manchmal auch Tomorrowland ist ja auch Belgien. Ja. Sonst kennen wir noch das Festival Tomorrowland, Leute. Auch beliebt immer im Sommer. Also das ganze Jahr lang. Auch schwierig, Tickets zu bekommen, Leute. Auch die ganzen Künstler treten da auf Tomorrowland. Boah. Und sonst habe ich noch hier, ja, da bin ich auch schon mal da. Ja. Sonst habe ich Kennenland. Nein, nicht Kennenland. Sonst habe ich noch, was wollte ich sagen? Sonst habe ich hier noch, Deichbrand. Ich weiß nicht, wer das kennt, Leute. Die Leute aus der Nordsee, also aus Cuxhaven, Leute. Da ist auch immer richtig geil, kommen geile Künstler hin. Da kannst du dann mit Zelten machen, wer gerne Zelten mag. Oder so eine Hütte mieten mit richtig hier Boomgeld, Leute. Ihr wisst Bescheid, mit mehreren Leuten einfach dann teilen die Summe. Ja, Leute, wer Bock hat, auf jeden Fall. Sonst hier auch noch Bons Mac Sundance in Essen, ist Sommer. Auch immer mit Strand alles, mit Sand. Ist auch gut, Leute. Da sind waren schon die alle Farben oder Apache und viele mehr, Leute. Auch richtig geil, wo ich auch so bin. Ich erzähle auch, was ich immer so, wo ich bin. Bei welchen Sachen. Damals war ich auch WCD-Pool Frankfurt. Also ich weiß nicht, wer das kennt, dieses WCD-Pool, Leute, für die ganzen Techno-Fans hier, für boom, 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 boom. Ja, Leute, da ist auch gut. Da kannst du dann mit Badehose schwimmen, vereinbaren und allen. War auch 2-3 Tage. War auch richtig geil. Also auch für Techno oder in diese ganze Zeit. Leute, ja, ich weiß jetzt, Julian, dann ist hier immer noch wegen der Allergie. Aber ich ziehe immer noch durch, Leute. Ihr seht Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Ist nur noch hier ein bisschen und da. Aber sonst hat fast abgeheilt. Zum Glück, ey. Oh, Mann. Deswegen jetzt lieber von Nachbarn. Deswegen, ihr könnt auch mal gerne in den Kommentaren schreiben, welche Festivals ihr gerne besucht, Leute. Oder schon mal Tomorrowland. Was gibt denn noch? Rock am Ring gibt es ja auch noch hier. Ob ihr da gerne hingeht oder so. Rock am Ring. Was gibt denn noch? Ich überlege gerade, das ist ja nämlich Ring immer. Fangen wir mal an. Ja, sonst gibt es ja diese ganzen Ballermann-Feste, wo ich auch immer bin, zum Beispiel Inselfieber. Ich weiß nicht, wer das kennt, in Oberhausen manchmal oder woanders. Ich glaube, diese Inseldinger oder so zum Beispiel, da bin ich dann auch immer mit den ganzen Easy Glück und so weiter, Leute. Ist auch immer im Sommer, also Spätsommer, Mitte Sommer, Frühsommer, kommt immer drauf an. Deswegen, Leute. Und, also gibt es verschiedene Musikrichtungen. Auch, dann kannst du auch mal Festival gucken, ob du Leute kennenlernst, mittrinken und musst dann mal gucken, wo beste Unterkunft ist. Die besten Künstler, Musiker, Leute, die gucke ich auch immer vor, wo ist der beste Line-Up. Und wo ich auf jeden Fall auch noch dieses Jahr bin, auch im Outside, Leute. Das ist auch in Ostfriesland, auch im Norden. Da treten dann auch mal so 2, 3, 4 bekannte Künstler auf, Leute. Auch richtig intern und geil auf jeden Fall, da wo man auch Shayas und Chicas kennenlernen kann. Und morgen. Ja, Leute. Und sonst, wie gesagt, Shayas, Chicas, genau, wie Deichbrand auch mit Kuscheln. Man muss immer gucken, mit welcher Frau oder mit welchen Freunden oder Freundin man auf Festival geht, Leute. Und welche ihr den besten Musikgeschmack habt und so. Bei Deichbrand kannst du zum Beispiel auch, gibt es ein Einkaufsland, wo du extra einkaufen gehen kannst, Leute. Auch richtig geil gemacht. Da kannst du, das ist so ein Einkaufsding aufgestellt mit Lager, kannst du da einkaufen, brauchst nicht mehr wie mitnehmen oder so. Wie bei anderen Festivals, dann gibt es auch noch so ein Festival in, auch noch irgendwo, da hat die mir gesagt, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Leute. Auf jeden Fall diese Festivals, ja, Leute, ihr könnt mal schreiben, oder was ihr mögt oder so, oder Konzerte, Leute. Extra hier Fanwunsch, Easter. Deswegen hat auch schon hier manche Festivals, da war ja dieses Frankfurt, was ich mitlebt habe, diese holländischen Festivals, die ich immer aufgezählt habe, Inselfieber, das war auch cool.
Da aber auch mal kannst du so richtig warm und abdancen von morgens. Ja, die fangen ja meistens mittags bis abends an. Deichbrand war ich leider nicht, aber es soll gut sein. Da muss ich kurzfristig die Tickets verkaufen, weil manche krank wurden und ach, hast du nicht gesehen. Aber wenn ihr Bock habt, Leute, könnt ihr mich mal anschreiben privat oder das auch auf Social Media weiterzählen und etc. und so einfach sagen dann, ich bin dabei, ich will endlich das haben, Leute. Deswegen hier, bam. Könnt ihr mir dann aufmachen, auf Shires, Chicas und so weiter. Deswegen auch hier mit Singen, Leute. Und so weiter, ja. Mal gucken, was ihr dann so für Richtung habt. Ihr könnt auch mal gerne schreiben, welche ist eure Lieblingsmusikrichtung, Leute. Was ist euer Lieblingskünstler? Oder auf dem Festival-Event, Leute, gibt es auch diese ganzen verschiedenen Künstler. Basic. Ja, vielleicht irgendwann auch mal ich irgendwo am Singen. Bla, mit meinem Song. Ihr kennt ihr. Ja. Kommen auch noch demnächst mehr zu vor. Das eine war jetzt nur, ich weiß, manche haben das auf Instagram gesehen, eine Audiospur, Leute. Das hat nichts mit Spotify oder den anderen Label zu tun. Auf jeden Fall an der Remix-Version sind wir dran. Also bin ich dran. Also von den jetzigen Song. Ja, sonst, Leute, auf jeden Fall haltet die Ohren steif, Leute, diesen Mund. Auf jeden Fall erstmal dieses Festival Ahoi in Rotterdam mit Armin von Björn, Leute. Ich weiß nicht, wer davon Fan ist. Auf jeden Fall mein Freund ist auf jeden Fall richtig krass auf jeden Fall davon. Und sonst schreibt mal in den Kommentaren, welche Festivals ihr noch kennt oder welches empfehlenswert ist, Leute, in die Kommentare lassen. Like dann Abo auf jeden Fall. Später noch auf Twitch vielleicht live hier gleich. Auch noch, wie gesagt, mit einer Bekannten, also gleich mit einem Streamerin. Also sonst, Leute, falls ihr noch Likes und Fragen habt, ich versuche die mir jetzt so kurz wie möglich zu halten. Erstmal die Podcast. Schreibt halt in den Kommentaren, was ihr noch für Ideen habt oder worüber ich noch was sagen soll. Also jetzt auch wieder so kurz, weil ich das sind meine einzigen Festival-Erfahrungen und so, also wo ich war. Und Events, Leute, auch mit Matsch und Schnee. Und so, deswegen lasst ein Like da, TikTok überall und hört den Song, hier kommt Tobi, ole ole. Und so sag ich mal, bis später, auf jeden Fall bis zu dem nächsten Podcast nächste Woche. Mr. D, ciao.